zerstören. Moin Leute von heute, Jess ist am Start für euch und das ist auch gut so. Ha! Oben links habe ich nochmal ein kleines Bild für euch reingestellt, also meine Klasse, da könnt ihr mal kurz Pause drücken, falls ihr euch die anschauen wollt. Mein Thema für die nächsten Wochen wird auf jeden Fall die Vergleichung von PlayStation 4 und Xbox 720 sein. Ich werde beide Konsolen miteinander vergleichen, analysieren, Vorteile und Nachteile hervorbringen, die neuesten Infos für euch und natürlich für mich auf meinem Channel hochladen, denn ich werde mich am Ende für eine der beiden Konsolen entscheiden und sie natürlich auch kaufen, um dann live mit Gesichtskamera für euch und mit euch zu zocken. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß haben, denn wie wir schon gesehen haben in meinem letzten Gameplay, hat Sony mit der Vorstellung der PlayStation 4 schon richtig beeindruckt. Falls ihr das Video von meiner Zusammenfassung der PlayStation 4 verpasst habt, klickt einfach auf den Stern oben rechts, dann gelangt ihr auf meinen Channel. Dort könnt ihr euch nochmal das Video anschauen und mich natürlich auch gleichzeitig abonnieren, um die neuesten Infos und Gameplays nicht zu verpassen. Bei der PlayStation 4 Präsentation wurden noch einige Gameplays und Trailer gezeigt, unter anderem ein Gameplay von dem Spiel Killzone, was ich natürlich auch bei mir hochgeladen habe, damit ihr nochmal einen Eindruck der neuen Generation von Spielen erhaltet. Dann wurden noch andere Gameplays und Trailer gezeigt wie Watch Dogs, Final Fantasy, Infamous und noch ein paar Dinge, andere Dinge verraten, wie zum Beispiel die neuen Gesichtsanimationen der Zukunft auf der PlayStation 4, also wie die sein soll und wie sich im Laufe der Jahre die Genauigkeit der Menschen verbessert hat und dass sie weiter versuchen werden, die Menschen so originalgetreu aussehen zu lassen, dass das Gefühl rüberkommt, dass es echte Menschen sind. Sobald noch andere Gameplays, Infos über Xbox 720 oder PlayStation 4 veröffentlicht werden, findet ihr sie natürlich bei mir auf dem Channel. Ich werde natürlich unten noch die Links reinstellen von Watch Dogs, Final Fantasy und die anderen Gameplays, um die anderen Gameplays wie Watch Dogs, Final Fantasy und so weiter zu gucken, müsst ihr einfach unten in die Beschreibung mal reinschauen, dann auf Mehr Anzeigen klicken, da findet ihr dann die Links. Also macht's gut, haltet die Ohren steif, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch und verpasst am Ende nicht die Gesichtsanimation. Bis dann! Suchen und zerstören. Die Ziele zerstören. Ladungen erlangt. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ladungen platziert. Quantic Dream hat eine völlig neue Engine entwickelt, was man hier in Echtzeit in 3D auf der PlayStation 4 sieht. Das ist unser erster Versuch, fortschrittliche Hautshaders mit Durchsichtigkeit, realistischen Augenshaders, volumetrischen Lichtern, 3D-Tiefe und vielen, vielen anderen Features zu benutzen, wie sie normalerweise nur computeranimierten Filmen vorbehalten sind. Das ist die erste Qualität, die wir in künftigen Spielen erhalten werden. Und wir können noch weiter gehen. Wichtiger als diese technischen Features sind jedoch, dass man einen Punkt erreicht, wo man subtile Emotionen auf dem Gesicht einer Figur erkennen kann, wo man die Emotionen spüren kann, wenn man das Gesicht anschaut.